Hallo allerseits und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Mods. Es ist kaum zu glauben, aber wir sind bereits bei Episode 25 angelangt. Und als einen tollen Start dafür, gleich mal, ich habe letzte Episode Mist gebaut. Vielleicht ist es einigen von euch aufgefallen, aber die ganzen Hydrogen-Generatoren, die wir hier platziert haben, geben ihren Strom gar nicht ab. Sondern man muss sie mit dieser Seite hier nach hinten drehen oder zur Seite, wie auch immer. Nein, so nicht. Einmal noch. Jetzt seht ihr, dass er seine ganze Energie abgibt. Kein Wunder, dass mit einem einzigen, wie hieß das Ding nochmal? Electrolytic Separator, das Ganze, alle drei davon gelaufen sind. Und ihr seht auch hier, jetzt hat er nicht mehr genug. Der ist interessanterweise voll. Oh ja. Ihr seht, diese zwei Tanks hier müssen auf der Rückseite sein. Das heißt, einmal noch drehen bitte. Sehr gut. Ich lasse einfach mal die, den Sauerstoff, Sauerstoff sage ich, Wasserstoff, den die haben, aufbrauchen, beziehungsweise die leeren entferne ich einfach mal. Und dann sehen wir, wie stabil das Ganze läuft. Bekommen wir hier jetzt. Oh, wir sehen, anscheinend mit zwei dieser Hydrogen-Generatoren schaffen wir es, dass der. Oh, doch nicht. Das war, weil ich vorher drei hatte. Na gut. Das heißt, wir werden. Unser Ziel ist es, drei solche Hydrogen-Generatoren hier betreiben zu können. Und ich vermute mal, dass je ein Separator einen Generator betreiben kann. Aber das werden wir dann schon sehen. Wie sieht es hier aus? Das hier hat keinen Biofuel. Das hier hat etwas. Das hier hat etwas. Das hier hat etwas. Die sind noch voll wie früher, aber wir sehen, sie leeren sich. Das heißt, wir haben entweder nicht genug davon. Und anscheinend haben wir schon unsere ganzen Wheat aufgebraucht, unseren Weizen aufgebraucht. Und ihr seht hier, fahren die ganze Zeit Karotten hin und her. Das liegt daran, dass sobald hier Platz ist, wird von oben nachgepumpt. Und solange hier nicht voll ist, ihr seht, jetzt ist ein Platz, jetzt sind gleich zwei Platz, werden wieder von oben Karotten runtergepumpt. Da kommen sie schon. Und sobald es voll ist, wird es wieder aufgehört zu pumpen. Vielleicht sollten wir hier einen Buffer oder etwas ähnliches einbauen. Mal sehen. Aber an sich kann uns das egal sein. Jedenfalls scheint der Crusher nicht nachzukommen, diese 8 Generatoren, ihr seht hier, 3, 4, die Hälfte ist eigentlich ohne Strom, nachzukommen, die zu versorgen. Das heißt, wir benötigen ein paar Speed-Upgrades. Die werde ich mal eben bauen und dann wollen wir mal sehen, wie sehr es mit dem Strom unten läuft. So, die Upgrades sind gebaut und wir schauen mal, ich gebe erstmal 2 hin. Und danach sehen wir, ob er es schafft, mit 2 Upgrades die ganzen zu versorgen. Wenn nicht, fügen wir noch die restlichen 2 hinzu. Wie sieht die Situation hier drüben aus? Wir haben hier den hier mit Sauerstoff, der braucht auf. Der hat seinen Vorrat fast aufgebraucht. Ich schätze, ich dürfte recht gehabt haben. Das hier sieht, na, es verbrauchen momentan beide. Warten wir kurz, bis das Ganze ausgelaufen ist. Und er ist leer. Dann aufheben. Oh, hoppla. Das war nicht ganz geplant. Da ist er. Und ja, wir sehen hier, es ist eine konstante Versorgung und ein konstanter Verbrauch. Das heißt, momentan tut sich genau gar nichts. Also, ja, der Sauerstoff bleibt konstant. Also passt das. Das heißt, wir bauen uns noch 2 Electrolytic Separators und erweitern unsere Konstruktion oder wie auch immer, unser Kraftwerk in diese Richtung. So, und da sind sie auch schon. Dann wollen wir mal. Oh, das war nicht ganz geplant. Aber ich möchte das hier mitnehmen. Und hier machen wir wieder zu. Denn auf der Platte verkehrt. Ah, das Ding meint einfach zu schnell. Ich muss es also langsamer einstellen. Denn ich möchte auf diese Seite erweitern. Damit das Ganze hier sich mit meinen Kabeln ausgeht und das Ganze schön aussieht. Mal sehen, wir müssen die Rückseite zu uns haben, also so. Dann stellen wir es ein auf Output H, Hydrogen, Dump, Oxygen. Hier genauso, Output H, Dump, Oxygen. Das sollte jetzt mehr als genug Wasserstoff erzeugen und wir sollten die restlichen 2 hier betreiben können. Dich so rein und dich so rein. Mal schauen, bekommen Sie Wasserstoff? Sieht gut aus. Ich bin mir nicht sicher, ob diese
Pressurized Tubes unbegrenzte Anzahl an Gas oder was auch immer gleichzeitig übertragen können, aber es scheint vorerst zu reichen. Damit sollten wir eigentlich genug Power, jawohl, seht euch das an. Wir haben genug Strom, dass unser Miner weiterläuft und trotzdem sich mit Strom füllt. Das heißt, sehen wir kurz nach oben. Unsere Batterie sollte jetzt beginnen, sich zu füllen. Oder auch nicht. Vielleicht fehlt hier irgendwo noch etwas Strom. Hier ist voll. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Vielleicht wird einfach gerade zu viel verbraucht. Schlafen wir kurz und sehen dann nach unserem anderen Zeugs. Was war es? Der Biogenerator. Es wundert mich, dass das Ganze hier noch immer nicht mit Strom gefüllt wird. Aber egal. Wir sehen. Alles läuft. Perfekt. Ah, okay. Ich glaube, ich habe die Ursache gefunden. Dieser Advanced Energy Cube wird momentan... Oh, doch nicht. Jetzt wird er verbraucht. Ich dachte mir, vielleicht produzieren wir hier an dieser Spur mehr Strom, als dieser Energy Cube ausgeben kann. Das kann durchaus leicht in Zukunft passieren. Deswegen möchte ich den jetzt nehmen und mit dem oberen tauschen. Der Grund dafür ist, wie gesagt, dass dieser Energy Cube hier ansonsten einen Engpass bildet. Das bedeutet, dass wir mehr Strom erzeugen, als der Cube ausgeben kann. Und somit wird nicht der gesamte Strom, den wir erzeugen, weitergeleitet. Deswegen wird er jetzt die kleinere Batterie oben für die Maschinen angelegt und das hier als Hauptspeicher zwischendurch sozusagen. Wir sehen auch, momentan füllt er sich nicht. Na gut, wir hatten das vom Stromnetz getrennt, deswegen muss sich der Buffer erst wieder füllen. Aber sollte es weit laufen. Wie sieht es hier aus? Der hier läuft, der hier läuft, der hier läuft, der hier läuft. Dürften frisch erst was bekommen haben. Sieht vorerst halbwegs okay aus. Ich warte kurz, ob er nachgestückt wird oder ob er leer läuft. Wenn er leer läuft, erhöhen wir die Anzahl an Speed-Upgrades. Ja, benötigt definitiv mehr. Wir geben einfach alle Speed-Upgrades rein. Und ich glaube, ich werde sicherheitshalber mal wieder unsere Farm abfarmen, damit wir ja genug haben. Mal sehen, wie es mit unserem Vorrat aussieht. Autsch. Oh, wir haben hier sogar einiges. Karotten sind leer, aber da sind einige darunter. Ich zeige euch das eventuell kurz. Ihr seht hier, dass dieses Ding hier rot ist. Und wenn ich jetzt mit einer leeren Hand drauf sehe, seht ihr recht, Stuffed Items. So, 6 Stacks an Kartoffeln. Das bedeutet, dass sie hier zurückgestockt worden sind, weil sie eben nicht akzeptiert werden konnten. Und wir haben nicht nur 50 Kartoffeln, sondern wir haben tatsächlich 6 Stacks plus 50 Kartoffeln davon. Und ihr seht auch hier, warten dann die Karotten herum. Aber das Ganze wird vermutlich nicht lange halten. Vielleicht sollten wir unsere Gemüseproduktion automatisieren. Ich denke, das wird unser nächstes Ziel sein. Dazu benötigen wir natürlich A. Strom, aber sollten wir vorerst hier haben. Und B. Plastik. Denn ich möchte die Standard Mine Factory Reloaded Sachen verwenden. Das heißt, einen Harvester zum Beispiel. Wo haben wir das Ding? Hier. Das Ding baut automatisch fertige Sachen ab, wie eben zum Beispiel den, wie hieß es nochmal? Karotten oder sonstiges, die ausgewachsen sind. Und dazu natürlich den Planter, der genau das Gegenteil tut. Wie der Name schon sagt, pflanzt er Dinge. Dazu benötigen wir Redstone Reception Coils, Machine Frames, kennen wir alles. Einen Blumentopf von Minecraft, sind einfach nur Bricks. Und, was uns fehlt, Plastic Sheets. Bekommt man von rohem Plastik, das man bekommt, wenn man Plastik schmilzt. Wie kommen wir an Plastik ran? Naja, vielleicht erinnert ihr euch, ich habe vor einiger Zeit, als ich Kühe gesucht habe, Plastikbäume gefunden. Und zwar hier. Jedoch ist jetzt die Sache, dass wir keine automatisierte Plastikfarm haben. Naja, wir brauchen eigentlich nicht so viel. Eigentlich können wir unsere Plastikbäume einfach so anpflanzen. Erstmal den Bereich wieder freimachen. Komm schon. Hopp. Dauert leider etwas länger mit dem Ding, aber sehr praktisch. Und dann werden wir uns einfach von unserer Mini-Baumform wieder das Zeug ausbauen und hier die Bäume anpflanzen. So, die Bäume sind gefällt und ich habe noch etwas Bone Meal geholt. Dann wollen wir mal einen Rubber Tree mit Bone Meal. Tada!
Und die werden jetzt einfach wie normale Bäume gefällt. Sehen. So. Ah, Blödsinn. Natürlich hätte ich zuerst den Baum fällen sollen, denn das habe ich vorher, gerade habe ich erst den Fehler gemacht bei meiner quasi Baumfarm hier. Nämlich kann ich jetzt nicht mehr den ganzen Baum auf einmal fällen, wenn keine Blätter mehr oben drauf sind. Das erkennt es nicht. Dann einfach per Hand abharvesten. Womit wir hier roten Gummi bekommen, den man auch für Sticky Pistons und so verwenden kann. Der Gummi wird jetzt einfach geschmolzen in irgendeiner beliebigen Schmelze und man bekommt diese Rubber Bars, die erneut geschmolzen aus Plastik ergeben. Ich werde jetzt einfach mal hier einen pflanzen, abholzen. Und ihr seht, es funktioniert auch mit diesen Bäumen und Blätter entfernen. Bis jetzt, jetzt einen Setzling. Lasst mich noch kurz etwas checken. Ich habe eben ein paar Gummibäume gefällt, aber lasst mich euch noch etwas zeigen. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von Gummibäume, die von Mine Factory Reloaded und die von Industrial Craft. Und zwar funktionieren die zwei grundlegend unterschiedlich. Die Gummibäume von Industrial Craft nämlich platziert man, die wachsen, dann entfernt man am besten die Blätter. Mal sehen, hoffentlich bekommen wir, jawohl, noch einen Setzling. Und zwar das Besondere hier drin ist, ihr seht diesen komischen Baumstamm hier. Und so, hieraus bekommt man Gummi. Gummibäume von Industrial Craft werden im Normalfall nicht gefällt, sondern man baut sich einen Tree Tap. Das ist einfach Holzplanken in dieser Form. Werden wir kurz hier bauen. Und zwar so. Na, komm her. So, Tree Tap. Und dann einfach rechtsklicken auf dieses Ding hier. Und ihr erhält Sticky Resin. Sticky Resin kann einfach geschmolzen werden, wird zu Gummi oder in einem Industrial Craft 2 Extractor geworfen werden, dann werden drei Rubber daraus. Wichtig ist, diesen Block hier nicht zu oft rechtsklicken, sondern nur einmal, wenn ihr diesen Fleck habt und der Fleck wächst danach. Wenn ihr öfter draufklickt, dann kann es passieren, dass der Fleck verschwindet und nicht mehr nachwächst. Dieser Gummi-Output sozusagen. Also, die in die Minecraft Reloaded Bäume, die ihr am Anfang gesehen habt, einfach fällen, dann bekommt ihr rohen Gummi. Und ihr könnt, glaube ich, kann man diese Rubberwood, ich bilde mir ein, man konnte daraus, zumindest, ja, hier, Rubberwood im Extractor gibt auch Rubber. Und, okay, anscheinend geht das nicht mehr. Früher konnte man, glaube ich, durch das Schmelzen dieses Rubber Trees auch Gummi erhalten. Dann werfen wir den Rubber mal hier rein. So. Und keine Sorge, ob ihr jetzt Sticky Resin Rubber oder Raw Rubber verwendet, also diese Rubber Bars hier. Diese zwei sind frei zwischen tauschbar. Ihr seht ja, Moment, oder auch nicht, habe ich jetzt Sticky Resin. Ja, weil ich das verkehrte genommen hatte, das hier. Die zwei sind beide als Rubber im Ore Dictionary. Das heißt, überall wo das hier verwendet werden kann, kann auch das hier verwendet werden. Also, je nachdem was euch lieber ist, verwendet einfach das entsprechende Gummi. Ich räume hier kurz wieder mein Inventar auf. Und mal sehen. Zwei Rubber Bars. Ich hätte gerne ein paar mehr. Sehr schön. Reicht schon. Okay. Wir haben ja massig Klumpen. Das heißt, irgendwas funktioniert hier nicht. Oh! Okay. Eigentlich sollte, was ist das hier? Ein Crusher, oder? Crushing? Nicht ausgeben. Ich stelle ab, dass er rausgesaugt wird, denn anscheinend habe ich eingestellt, dass die Factory hier den Output nimmt. Aber eigentlich sollte das ganze Zeug hier automatisch nach rechts wandern in das hier. Deswegen haben wir hier jetzt einige Klumpen über, die vorher eben keinen Platz hatten. Werden wir einfach manuell nachfüllen. Dann die Rubber Bars nehmen wir einfach mal Hälfte oder so. Und schmelzen sie wieder. So, ich habe soweit mal alles, was wir brauchen, vorbereitet, denke ich. Als erstes müssen wir aus diesem Raw Plastic diese Plastic Sheets machen. Gesagt, getan. Und dann wollen wir zuerst einen Harvester bauen. Der benötigt hier eine Inver-X, Vorsicht, Inver, kein Eisen, zwei normale Scheren, Machine Frame, Redstone, Reception Coil und so weiter und die zwei Plastic Sheets. Kann natürlich wieder nicht mit Shift-Klick reingeklickt werden, weil Scheren und Inver-X da nichts decken. Ziemlich nerviger und alter Pack, aber was soll's, wir können das Ganze ja schnell manuell machen. Hier, und noch zwei Gold. Und fertig ist der Harvester. Das zweite, was wir benötigen, ist der Planter.
zwei Pistons, Kupfer, Blumentopf, Plastiksheets sollten wir alles haben. Jawohl, habe ich alles vorbereitet. Das restliche Zeug tun wir wieder weg. Der Piston kommt vielleicht hier drüben hin. Habe einen extra gebaut, denn wir brauchen ja eh ständig welche. Oder viele Rezepte brauchen welche, sagen wir so. Und dann sehen wir uns mal an, wie wir das Ganze machen. Blödsinn. Natürlich benötigen wir mehr als einen Blender. Nur habe ich das eben nicht berücksichtigt. Oder vielleicht doch nicht. Ich habe eine Idee. Mal sehen. Von außen weg sind das hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und der Blender funktioniert nämlich so. Er hat generell eine 3x3 Reichweite. Das sprich, man muss ihn hier im Boden versenken eigentlich. Und dann hat er rundherum, einen Block rundherum, also hier, 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 überall Reichweite. Und ihr seht auch diese 9 Felder hier. Man kann hier Upgrades reinlegen, die diese Reichweite erhöhen. Das heißt, wenn ich ein Upgrade für einen Block weiter rauf lege, dann hat der, dann ist dieser mittlere Bereich hier das, was vorher das normale war. Und der Rest sollte um 1 nach außen verschoben sein. Mal sehen, was haben hier wir für Upgrades? Upgrade. Diese Dinge hier. Wenn ich einen neuen Block-Upgrade bekomme, Diamant. Puh, ziemlich teuer. Naja, 3 Diamanten sollten wir haben. Dann sollte ich es theoretisch schaffen, den Planter hier in der Mitte platzieren zu können und über die Filter quasi... nein, doch nicht, das funktioniert nicht. Ich wollte sagen, er soll ein Feld so, ein Feld so, ein Feld so, ein Feld so bestellen. Aber das funktioniert nicht, denn das Ding hier... Na, nein, dann werden die Filter wären ja dann quasi hier ein Teil, hier außen ein Teil irgendwie. Das funktioniert nicht ganz. Lasst mich kurz überlegen, wie ich das Ganze machen will. Okay, ich habe einen Plan. Und zwar will ich pro Feld, oder zumindest für das Feld hier, oder das hier, ist dann egal, vielleicht auch beide, jeweils einen Planter haben. Und zwar will ich ihn hier in der Mitte haben, und zwar unterhalb des Tanks. Der Sprinkler hier benötigt natürlich den Tank und ich möchte ihn eigentlich nur ungern entfernen. Das heißt, wir müssen direkt unter dem Tank den Planter hinsetzen. Jedoch, erinnert ihr euch, wir speisen den Tank von unten mit Wasser, damit uns das Wasser nicht ausgeht. Das heißt, wir müssen irgendwie sicherstellen, dass der Tank Wasser bekommt. Dazu will ich Remote.io verwenden. Remote.io ist ein Mod, der es quasi ermöglicht, von einer Distanz mit Blöcken zu interagieren. Benötigt zwar leider Enderperlen, aber ich denke, wir haben momentan noch genug dafür. Als erstes müssen wir einen dieser Remote.io Blöcke craften und einen Wireless IO Linker heißt das Ding. Das heißt, wir benötigen, wo haben wir das Ganze? Irgendwo hier sollte ich 2 Tintensäcke haben. Redstone habe ich auch. Eisen. Und natürlich 3 Enderperlen. Ah, genauso viel haben wir. Glück gehabt. Stein. Ergibt mit 1, 2 Enderperlen. Warum funktioniert das nicht? Das ist jetzt sehr seltsam. Probieren wir es mal hiermit. Was für ein Material benötigt ein Remote-IO-Block? Sollte eigentlich mit jedem beliebigen Stein funktionieren und zu Ende füllen. Oh! Oh! Das sind Eisenblöcke. Deswegen funktioniert das nicht. Puh. Doch etwas teurer. Hab mich schon gewundert, warum das so billig ist. Aber Eisen haben wir ja vorerst genug. Dann wollen wir mal 1, 2 Eisenblöcke. Jetzt sollten wir es craften können. Jawohl. Dann ein IO-Linker, Redstone, Eisen, Inksäcke und eine Enderperle. Haben wir auch. Dann, man muss diese IO-Blöcke mit Upgrades versehen, was sie überhaupt tun können. Dazu benötigen wir erstmal ein Blank-Upgrade, das ist grüne Farbe, 2 Gold-Nuggets, wieder Eisen und Redstone. Eisen und Redstone habe ich. Grüne Farbe. Habe ich grüne Farbe? Nein, denn wir haben kein Kaktusgrün. Aber wir haben einen grünen Setzling. Das ist jetzt problematisch. Wo bekommen wir grüne Farbe her? Von Moos haben wir nicht. Grüne Farbe von Biome of Plenty gibt auch Moos. Es muss eine andere Möglichkeit geben, an grüne Farbe ranzukommen.
Cactus Green. Vielleicht gibt es eine andere Farbe, Cactus Grün ranzukommen. Kaktus. Oh, Hemp schmelzen. Ich glaube. Hier irgendwo. Jawohl. Ich habe ein Ding, Hanfding gefunden während meiner Reisen. Ha, seht euch das an. Unser Energy Cube hier oben füllt sich. Sehr schön. Das sollte mir ein Kaktusgrün ergeben. Perfekt. Wir haben Glück. Und nein, das Ganze war nicht geplant. Goldnuggets habe ich interessanterweise auch. Daraus bauen wir ein Remote.io. Blank Upgrade. Nun möchte ich ja meinen Tank nachher mit Flüssigkeit befüllen. Deswegen benötigen wir ein Fluid Upgrade. Das heißt Blank Upgrade mit 2 Bucket. Sollten wir leicht haben. 2 Kübel, ein Upgrade ergibt Fluid Upgrade. Dann müssen wir das Ganze noch verkabeln. Mal sehen. Ich glaube, ich habe hier irgendwo die Kabel laufen gehabt. Jawohl. Wir verwenden wieder Morph. Batmode. I'm Batman. Und verschwinden hier runter. Nachdem der Planter muss ja genau hierher, wo ich jetzt stehe, hin nachher. Und muss mit Strom und auch Itemanschluss versehen werden. Das heißt, wir benötigen dann diesen Platz hier noch. Deswegen werde ich den Remote IO Block eher irgendwo hier hinsetzen. Vielleicht am besten direkt hier. Aber lasst mich das noch einen Ausweg graben. 1, 2, 3, 4, 5 sollte uns hierher bringen. Sehr gut. Der Block kommt hierher. Und ein IO-Linker sollte jetzt. Die Must sagt der Block to link with first. Okay. Ich will mit diesem Block linken. Und dann rechtsklick hier drauf. Linked. Sehr schön. Die zwei sind verbunden. Das heißt, dieser Block hier, ihr seht, er verbraucht jetzt langsam an Wasser. Das liegt daran, weil er momentan kein Wasser nachgepumpt bekommt. Wenn ich jetzt hier dieses Fluid Upgrade reingebe, sollte auf der anderen Seite das hier verbunden sein. Oh, und es war gerade blau, interessant. Und der Tank, tada, hat wieder Wasser. Das heißt, ich pumpe jetzt in diesen Block hier Wasser rein und es ist dasselbe, als würde ich in diesen Block hier Wasser pumpen. Ziemlich genial. Dann wollen wir mal weitersehen. Ich will den Planter hierhin haben und, ach ja, das habe ich vorher gar nicht gezeigt. Diese Maschinen hier, diese hier nicht, okay, nur der Harvester, den ich gerade unabsichtlich da unten hingesetzt hatte. Haben normalerweise auch Input- und Output-Seiten, aber beim Planter ist es egal. Wir haben hier Energie, Work, also Arbeit, die er macht und Idle, damit er nicht die ganze Zeit läuft. Wir müssen ihn also mit Strom und mit Setzlingen und mit, mit Setzlingen versehen eigentlich nur. Das heißt, mal sehen, Strom. Jetzt Strom, lassen wir Strom eventuell unten laufen. Ich glaube, das ist besser. Wo ist der? Und verbinden wir den Strom mal irgendwo darüber. Am besten wir schließen es einfach direkt in unser Hauptnetz an. Irgendwo da vorne sollten wir ja schon. Ah, der ist unser Keller. Hierher kommen. Das heißt, ich gehe hier hinten hin und führe diese Leitung hier einfach nach oben. Eventuell, lasst mich überlegen, hier, auf dieser Höhe. Denn wir brauchen sie auch noch irgendwo für den Planter. Sehr gut. Hier machen wir wieder zu. Und wir benötigen bald wieder mehr von diesen Redstone-Candles. Ich glaube, es geht nicht aus. Hier noch kurz ein Loch graben, damit ich es von oben wieder finde. Hier zumachen. Und ich kann anfangen, na, komm her, nach unten zu verlegen. Au. Aber das war noch nicht alles. Wir benötigen nämlich noch, wie hieß es? Ein Upgrade für die Reichweite. Und eine Itemzufuhr. Aber darum kümmern wir uns nachher. Erstmal wollen wir mal sehen, dass das Ganze funktioniert. Ich nehme einfach mal das hier. Und harveste hier das Feld ab. Und dann machen wir einen kleinen Testlauf. Hopp.
das Ganze auch tatsächlich so geht, wie ich mir das vorstelle. Und zwar, ich sage dem Planter jetzt einfach, ja, pflanze mal Karotten. Ah, Blödsinn, Strom. Habe ich noch Redstone Energy Conduits? Ich glaube, wir haben das letzte Mal noch einige zum Herstellen überlassen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze, ja, 6 Stück, könnte sich ausgehen, um die Verbindung nach oben herzustellen. Aber für den Planter werden wir vermutlich, Harvester, der das Ganze dann abharvestet, werden wir vermutlich noch mehr brauchen. Ah, sieht schlecht aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und natürlich genau, oh, warum falle ich durch den Block durch? Natürlich fehlen mir noch genau ein einziger. Na gut, bin gleich wieder da. Ich stelle noch mehr davon her. So, ich habe eben den Crusher, die Energieleitung vervollständigt. Und ihr seht hier, es wurden bereits Karotten angebaut. Das heißt, anscheinend funktioniert unser Planter. Wir benötigen jetzt aber ein Radius-Upgrade, das auch das ganze Areal abdeckt. Das heißt, 1, 2, 3 Radius-Upgrade benötigen wir. Das ist ein, sehen wir noch, Upgrade Nummer 3. Zinn. Sollten wir schaffen. 3 Zinnbahnen. Oh, Raw Plastic. Naja, sollten wir noch haben. 2 Redstone und ein Gold Nugget. Die Sachen sollte ich eigentlich alle bereit haben, bis auf das rohe Plastik. Oder vielleicht habe ich sogar das. Mal sehen. Nein. Aber mit unseren Rubber Bars, die wir hier haben, sollten wir das Ganze eigentlich sofort haben. Die Fackel gehört nicht heran. Oh, schon 49 Zinnbauer. Sehr schön. Plastik, Redstone und Gold Nugget. Wo ist das? Zinn Upgrade. Oh, Zinn benötigt dafür natürlich auch. Zinn. 1, 2, 3 an der Zahl. Und Zinn Upgrade. Wenn ich jetzt das Zinn Upgrade in den Planter gebe, sollte er eigentlich das komplette Areal hier abdecken. Mal sehen, ob es stimmt. Ihr seht schon, hier ist das Grau. 10 Upgrade kommt rein und er fängt zu pflanzen an. Und zwar, jawohl, das komplette Feld. Aber das gefällt mir so nicht. Ich hatte vorher eine wunderbare Trennung zwischen Karotten und Kartoffeln. Das möchte ich aufrechterhalten. Deswegen sage ich ihm, er soll hier Karotten und in den restlichen Kartoffeln pflanzen. Und dann schließen wir hier einfach Karotten an. Das heißt, was wir jetzt noch benötigen, ist ein Test. Wenn ich hier jetzt die Karotten wegtue, sollte er hier Karotten anpflanzen. Perfekt. Funktioniert also auch. Dann, kurze Demonstration des Harvesters. Ich mache das einfach so, dass ich mir hier den Strom raufhole, zu Demonstrationszwecken. Der Harvester wird dann irgendwo hier platziert werden. Und diese Richtung hier muss Richtung Feld schauen. Und ihr seht hier, hinten ist ein Loch, hier kommt der Output her. Der Harvester kann direkt ausgeben, aber ich glaube nur Buildcraft Pipes, keine Thermal Expansion Pipes. Man kann mit dem Harvester auch Holz fällen oder Pilze oder was auch immer. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, er soll mir auch die Blätter abschneiden, wie mit einer Schere eben, dass ich die Blätter selbst bekomme, aber das wollen wir nicht. Und der Harvester hat, glaube ich, einen 3x3 Radius vor sich. Das heißt, wir testen einfach mal. Ich lasse das Zeug hier schnell wachsen. Komm schon, ihr schafft das, meine lieben Karotten. Wachst schneller. Jetzt lassen sie mich im Stich, wirklich. Immer wenn ich das herzeigen will. Sonst muss ich mir noch schnell Bone Meal holen. Und gleich sollte zumindest einer davon fertig werden. Und der Harvester sollte sie sofort abschneiden. Mal sehen. Tada! Gesehen? Die hier und die hier ist fertig geworden. Aber seine Reichweite reicht nicht bis hierher. Das heißt, wir benötigen ein... Ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert. Ich glaube, es funktioniert ähnlich wie der Planter im Sinne, wenn ich ein 1-Upgrade abgebe, dass jeder dieser einzelnen Blöcke hier um einen Radius nach außen kommt. Ich gebe dem Ganzen mal ein Zinn-Upgrade und schaue, ob er bis hier hinten hinkommt. So. Ihr habt übrigens auch gesehen, er hat die Karotten hier hinten, wo das Loch ist, ausgeworfen, nachdem er kein Inventar hat, zum Reingehen. Ich kann auch einfach eine Kiste hier hinstellen, das würde auch gehen. Ich gebe ein Upgrade-Radius 3 hinzu und teste mit Bone Meal, wie weit das Ganze reicht. Nachdem der Radius größer ist, checkt er jetzt einfach jeden Block der Reihe nach durch, ob er dort bereits abbauen kann.
Mal sehen. Entweder reicht er bis hierhin. Wir machen das einfach so. Und sehen, was alles abgepflanzt wird. Ah! Radius Upgrade 3. Reicht. Ihr seht, er checkt jetzt hier der Reihe nach alle Blöcke durch und baut sie ab. Also ihr seht, dieser 3x3 Radius, wenn ich jetzt einen Radius 1 Upgrade dazugebe, wird das ganze Ding quasi um 1 in diese Richtung geschoben und habe hiermit somit einen 1, 2, 3, 4, 5, also von hier weg 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 mal großen. Also ein Radius-Upgrade von 1 verschiebt das Ganze um zwei Blöcke eigentlich in diese Richtung und nach rechts und links vom Harvest aus gesehen. Es könnte auch sein, dass er etwas nach hinten verschoben wird, aber das ist uns egal, wir haben ja eh nichts, was abgebaut werden kann. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angekommen und das nächste Mal werden wir uns um die Automatisierung dieses ganzen Zeugs hier kümmern, dass unser Planter automatisch wieder versorgt wird und der Harvester seine Sachen hier abliefert. Ihr seht, wir sind schon ziemlich an den Grenzen unseres Vorrats angekommen und nur noch was unten drin steckt in den Pipes ist zur Verfügung. Na gut, dann hoffe, ihr freut euch schon aufs nächste Mal und wir sehen uns dann.